Flux FM in digitaler Gesellschaft. Ja, Alexander, auch heute sprechen wir über das Thema Netzneutralität, ein Themenkomplex, der hier durchaus schon mal zur Sprache gekommen war, denn bereits im Oktober des vergangenen Jahres hat die EU eine Verordnung zur Netzneutralität verabschiedet, die im Prinzip seit April 2016 auch schon gilt. Doch wie genau ist diese Verordnung zu interpretieren, das ist noch nicht ganz klar. Wie ist sie umzusetzen? Welche Nachteile können für Verbraucher und Verbraucherinnen entstehen? Und wie kann man sich vielleicht auch als Normalbürgerin dafür einsetzen, dass diese Nachteile eben nicht entstehen? Die Frage könnte auch lauten, do we have to save the Internet? Absolut. Das wusste ich, dass du da reingehst und sagst, auf jeden Fall müssen wir das Internet retten. Wir werden über diesen Themenkomplex, wie gesagt, in den nächsten Minuten sprechen. Um reinzukommen in das Thema, lass uns doch nochmal diejenigen unter den Hörern und Hörerinnen abholen, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben mit dem Thema der Netzneutralität. Was umschreibt dieser Oberbegriff, um was geht's? Also Netzneutralität bedeutet, dass alle Daten im Internet gleich behandelt werden, unabhängig vom Absender, Empfänger und Inhalt der Daten. Mhm. Also absolute Gleichberechtigung, alles wird gleich schnell oder gleich langsam behandelt, egal was es für ein Inhalt ist und an wen es geht und von wem es kommt. Da gibt's jetzt im Moment allerdings auch schon Ausnahmen. Bevor wir auf die zu sprechen kommen, lass uns doch auch mal erklären, warum Internetprovider und Netzanbieter eben daran interessiert sind, dass eine Netzneutralität nicht unbedingt 1:1 umgesetzt wird. Warum ist das für so einen Internetprovider interessant, dass das eben nicht passiert? Internetprovider sehen mit der Torpedierung der Netzneutralität eben die Möglichkeit, mehr Geld zu verdienen. Sie wollen also ein Zwei-Klassen-Netz schaffen, Überholspuren im Internet auf den Weg bringen, so dass dann Leute für schnelles Internet, für schnelleres Internet deutlich mehr Geld bezahlen müssen und Leute, die eben nicht so finanzstark sind, dann eben mit Ruckel-Streams arbeiten müssen oder sich eben keine Musik mehr richtig anhören können oder keine Filme mehr richtig anschauen können. Es ist im Prinzip auch eine Folge der Tatsache, dass immer größere Datenströme durchs Netz geschossen werden. Da könnte man ja jetzt als Internetprovider sagen, wird immer mehr, das heißt, wir müssen mehr Leitungen verlegen. Oder aber man sagt, ich glaube, wir müssen hier mal Verkehrsregeln erstellen, die dazu führen, dass das, was wir jetzt gebaut haben, schon ausreicht für den Traffic, der laufen soll. Exakt, das ist genau das Problem. Also wir haben halt eine massive Explosion von eben breitbandintensiven Diensten, YouTube-Streams, Netflix, aber auch Audio-Streams und so weiter und so fort. Also immer mehr Daten werden über diese Leitungen geschickt und gleichzeitig werden aber die Netze eigentlich kaum ausgebaut. Also es gibt halt immer noch Regionen in Deutschland, die keinen Glasfaseranschluss haben, die kein 4G haben, also kein schnelles mobiles Internet und deswegen eigentlich vollkommen abgehängt sind. Und gleichzeitig müssen aber eben Investitionen in die Netze stattfinden, damit eben auch diese Glasfasernetze flächendeckend ausgerollt werden und zukunftsfähig sind. Mhm. Das Problem ist aber eben, dass die Provider das nicht so richtig wollen, sind teure Investitionen. Man muss unter die Erde, muss eben Kabel legen und das ist eben eine relativ kostenintensive Angelegenheit. Gleichwohl ist es aber natürlich so, dass trotzdem eben sehr, sehr viel Geld verdient wird, schon jetzt eben. Und dass vor allen Dingen dieser Ausbau der Leitung eigentlich nur vorangetrieben wird, wenn eben die Netzneutralität bestehen bleibt, weil dann unter den Providern eben Konkurrenzkampf sich entwickelt und jeder um das beste Netz kämpft und deswegen natürlich dann auch eher angehalten ist, mehr Leitungen auf den Weg zu bringen, als wie du schon eben schon gesagt hast, diese Verkehrsregeln einzuführen und eben diese Überholspuren für finanzstarke Verbraucherinnen und Verbraucher auf den Weg zu bringen. Ja. Und andere haben eben das Nachsehen und können dann halt eben nur noch Text lesen. Ja. Bevor wir darüber sprechen, welche Nachteile ein eben nicht neutrales Netz mit sich bringen könnte, wenn man mal das schlimmstmögliche Szenario an die Wand malt. Lass uns doch darüber sprechen, wie die Netzneutralität momentan schon umgangen wird. Da gibt's ja im Prinzip drei Stichworte. Zero Rating muss da genannt werden. Dann gibt's sogenannte Spezialdienste und das Verkehrsmanagement, das wir ein bisschen schon erklärt haben. Verkehrsmanagement erklärt sich im Prinzip von selber. Da geht's eigentlich um die Idee, eben Überholspuren für finanzstarke Services anzubieten. Wobei man da ein bisschen genauer sein muss. Bei diesem Verkehrsmanagement geht's vor allen Dingen darum, in Spitzenzeiten, in außergewöhnlichen Situation zu sagen, jetzt müssen wir hier Inhalte priorisieren, damit sie eben schnell übertragen werden. Nehmen wir mal ein Beispiel, 100 Meter Lauf jetzt bei der Olympiade, dauert 10 Sekunden, alle gucken zu, da kann eine E-Mail, die nicht so zeitkritisch ist, eben etwas später, etwas langsamer übertragen werden. Das ist kein Problem. Das sehen wir auch als völlig legitim an, also dass
dass man dann eben sagt, gut, das sind jetzt wirklich außergewöhnliche Ereignisse. Ja. Wenn jetzt aber jeden Sonntag, wenn die Leute 20:15 ihren Tatort-Stream gucken, überall in Deutschland die Netze langsamer werden und deswegen ständig und regelmäßig eben so eine Netzüberlastung eintritt, ja, dann ist das zwar auch Verkehrsmanagement, was da eben stattfindet, aber es ist ein regelmäßiges Verkehrsmanagement und damit haben wir natürlich dann ein massives Problem, weil hier müsste man dann eben wieder in die Netze investieren oder aber seinen Dienst so verkaufen, dass er eine Bandbreite garantiert, die auch tatsächlich eben eingehalten werden kann. Also Verkehrsmanagement ist fast schon der unproblematischste Teil der ganzen Geschichte, denn wie du richtig sagtest, zu Zeiten, in denen das Netz wirklich sehr belastet ist, kann man das durchaus anwenden, dieses Prinzip, um das Netz überhaupt am Laufen zu halten, absolut, beziehungsweise um sein Internet eben nach wie vor nutzen zu können. Zero Rating ist eine ganz andere Geschichte. Da geht's, wenn ich es richtig verstanden habe, darum, dass bestimmte Dienste von bestimmten Anbietern quasi angeboten werden, ohne dass man dafür extra bezahlen muss. Da kannst du quasi mit der Telekom, glaube ich, einen Spotify-Deal machen, der dann dazu führt, dass du dein Datenvolumen aufbrauchen kannst im Monat, aber Spotify läuft immer noch ruckelfrei. Exakt. Das, mhm. Wir kennen das vor allen Dingen eben aus dem mobilen Bereich, wo eben diese Datenvolumen begrenzt sind. Bei stationären Internetanschlüssen ist es ja oft so, dass die Leute eben festen, also Flatrates haben und deswegen das eigentlich relativ egal ist. Im mobilen Bereich gibt es eben diese Begrenzung 1, 2, 3, 5 Gigabyte. Ja. Und wenn dieses Datenvolumen eben aufgebraucht ist, kann man nach wie vor Dienste wie Facebook oder Spotify weiter nutzen, je nachdem, was man mit seinem Provider eben verhandelt. Oder die zweite Methode von Zero Rating ist, dass man das durchgängig auch schon während dieses Datenvolumens sozusagen nutzen kann, es aber eben nicht auf dieses Datenvolumen angerechnet wird. Also jedes Mal, wenn ich Spotify benutze, geht nichts von meinem 3 Gigabyte Volumen zum Beispiel ab. Und das würde man als Zero Rating bezeichnen. Das ist insbesondere deswegen problematisch, weil eben dann ein Dienst ganz bevorzugt behandelt wird. Also nehmen wir jetzt mal an, ich sage, ich habe Zero Rating für Facebook. Ja. Das bedeutet, dass ich dann meine gesamten Informationen, nachdem mein Datenvolumen aufgebraucht ist, eigentlich nur mehr von Facebook bekomme, weil alle anderen sind gruselig, absolut gruselig, genau. Ja. Weil alle anderen Seiten für mich so langsam sind, dass sie unbenutzbar werden, ich dort nicht mehr lesen kann und deswegen ich mich nur noch auf Facebook rumtreibe. Andere soziale Netzwerke wie Twitter oder sowas funktionieren dann de facto eigentlich nicht mehr, YouTube dann sowieso nicht, also alles, was breitbandintensiv ist, nicht. Und damit werden natürlich auf der einen Seite Konkurrenten vom Markt gedrängt. Das ist insbesondere für nicht kommerzielle Anbieter und Startups ein riesengroßes Problem, weil die sich eben nicht diese Überholspuren, dieses Zero Rating da eben kaufen können mit dem Provider. Ja. Und andererseits ist natürlich auch ein Problem für die Meinungsfreiheit, weil ich ja dann eben nur in meiner Filterbubble, in meiner kleinen Facebook-Blase zum Beispiel eben unterwegs bin und mich dort austauschen kann, aber dann eben zum Beispiel nicht mehr die großen Nachrichtenportale andere Sachen ansteuern kann, weil sie einfach schlichtweg unbenutzbar werden. Also da gibt's schon zwei Problemfelder quasi. Einmal die Meinungsfreiheit und die Möglichkeit, sich eben frei zu informieren im Netz. Und auf der anderen Seite geht es auch um den freien Markt, der eigentlich so beliebt ist im Kapitalismus. Auch der wird im Prinzip eingeschränkt durch solche Überholspuren. Absolut, der wird geopfert. Spezialdienste, vielleicht das noch ganz kurz. Was sind das für Dienste? Was versteht man darunter? Spezialdienste sind dann eben das, was wir anfangs besprochen haben, eben diese Überholspuren. Ja. Das ist dann wirklich diese klassische Überholspur, wo ein Dienst absolut bevorzugt behandelt wird und schnell durchgeleitet wird. Das muss man nämlich auch festhalten, bei der Netzneutralität geht es nicht darum, einer Person einen schnelleren Internetzugang zu geben, sondern nur für bestimmte Dienste, für bestimmte Diensteklassen zum Beispiel, auch eben diese Überholspur zur Verfügung zu stellen, dass man zum Beispiel sagt, man kann ein Paket kaufen, T-Entertain wäre zum Beispiel so ein Beispiel, was jetzt auch schon angewendet wird, dass es eben Fernsehen, was übers Internet übertragen wird und wo eben hier eine bestimmte Übertragungsqualität garantiert wird, alles andere muss darunter eben leiden. Also wenn ich jetzt als Nutzer der Telekom nicht diesen TV-Dienst benutze, mir nicht diesen Spezialdienst gekauft habe und andere aber diesen Dienst nutzen und sehr viel Fernsehen in einem Moment gucken, kann ich eben als anderer Verbraucher darunter leiden, dass mein Traffic dann gedrosselt wird, um eben zu garantieren, dass die anderen Leute schneller Fernsehen gucken können oder beziehungsweise Fernsehen gucken können, ohne dass es ruckelt. Und diese Spezialdienste können eben zum Beispiel, könnte man sagen, für Videostreaming auf den Weg gebracht werden, aber eben auch wieder für einzelne Anbieter, dass zum Beispiel nur YouTube oder eben nur das T-Entertain TV-Paket gestreamt wird. Auch hier werden wieder Konkurrenten vom Markt gedrängt, was auch wieder extrem problematisch ist. Dienste wie YouTube könnten nie so groß werden, wie sie heute sind, wenn es eben diese Spezialdienste gibt, weil auf der einen Seite verhandeln eben diese Provider mit den Anbietern wie YouTube, dass sie eben sagen, ihr könnt bei uns diese Überholspur einkaufen,
einkaufen, damit ihr ruckelfrei zum Endverbraucher durchgeleitet wird. Und auf der anderen Seite bezahlt aber auch gleichzeitig eben der Verbraucher dann nochmal extra für den Spezialdienst. Also die Provider kassieren zweimal ab. Ja. Startups werden vom Markt gedrängt. Verbraucher finden sich im Tarifdschungel wieder, weil sie müssen sich erstmal zurechtfinden, welchen Tarif müssen sie jetzt kaufen und dann eben auch noch mehr bezahlen, um das Internet so zu nutzen, wie wir es heute kennen. Ja, also drei Themenfelder, die im Prinzip nicht gut geheißen werden können. Was man jetzt als nächstes machen muss, das würde ich sagen, klären wir in einem Song, beziehungsweise in wenigen Minuten, solange dauert das Liedchen von Katie Herzig, das Hey Na Na heißt übrigens. Dann sprechen wir noch ein bisschen weiter über das Thema Netzneutralität und werden vor allen Dingen sprechen über die Möglichkeiten, die man als Normalbürger, Normalbürgerin hat, sich in die Diskussion ums Thema Netzneutralität einzubringen. Vorher aber Katie Herzig mit Hey Na Na auf Flux FM. Katie Herzig mit Hey Na Na auf Flux FM. Bei mir im Studio ist mal noch Alexander Sander von der Digitalen Gesellschaft. Wir haben das Prinzip der Netzneutralität ausführlichst erklärt in den letzten Minuten und haben auch versucht zu erläutern, wie diese Netzneutralität im Moment torpediert wird von Internetprovidern, von Anbietern für Telekommunikation. Wir haben auch erklärt, warum die das so gerne machen. Da geht es natürlich um Kostenoptimierung. Jetzt haben wir auch schon gelernt, dass die Informationsbeschaffung im Netz schwieriger werden kann durch ein nicht neutrales Netz. Es können Startups vom Markt gedrängt werden, die keine Chance haben gegen die bestehenden großen Konzerne, die sich eben eine Überholspur auch leisten können beim Provider. Was ich mich jetzt noch frage, ist, was wäre denn so ein mögliches Horrorszenario, wenn also ein nicht neutrales Netz immer weiter optimiert wird für große Firmen und Konzerne? Was würde das bedeuten für den Verbraucher, die Verbraucherin? Also da kann man eigentlich in andere Länder schauen, wo eben die Netzneutralität schon ein bisschen torpediert ist, wo eben die Netzneutralität schon aufgeweicht ist. Und da stellt man als allererstes fest, für die Verbraucherinnen und Verbraucher gibt es einen gigantischen Tarifdschungel. Das bedeutet, jeder Provider versucht irgendwie seine Spezialdienste zu verkaufen, versucht irgendwie zu erklären, warum jetzt irgendwelche Pakete an welcher Stelle zusammen gekauft werden müssen. Das sind dann auch immer relativ undurchsichtige Pakete, die dann mit auf den Weg gebracht werden. Also da kauft man dann auch immer Spezialdienste mit ein, die man wahrscheinlich niemals nutzen wird. Dann werden da, weiß ich nicht, zum Beispiel soziale Netzwerke und Videostreaming-Angebote zusammen in ein Paket geworfen und vielleicht will ich eigentlich nur Twitter nutzen und habe dann aber eben die Facebook-Spezialdienst eben gleich noch mit oben drauf geworfen und YouTube und Vimeo, obwohl ich auch nur einen benutze. Mhm. Und es wird einfach undurchsichtig für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Was brauche ich jetzt eigentlich? Welches Paket muss ich jetzt kaufen, um das Internet eben so zu benutzen, wie ich es gerne benutzen möchte? Ja. Und was hängt da eigentlich mit dran? Also da unheimlich viel Kleingedrucktes, unheimlich viele verschiedene Pakete. Man muss sich wahrscheinlich ewig lange informieren, bis man da mal den richtigen Tarif für sich gefunden hat. Und zwei Monate später ist der schon gar nicht mehr aktuell, weil irgendein anderer Provider mit einem neuen Modell auf den Markt kommt. Und ein riesengroßes Hickhack, viel hin und her, also ein absoluter Tarifdschungel. Ja. Und eben auf der anderen Seite, wie du schon angesprochen hattest, werden Startups vom Markt gedrängt, vor allen Dingen auch nicht kommerzielle Anbieter, die sich eben diese Überholspuren gar nicht leisten können, weil sie einfach nur ihren Dienst am Laufen halten, vielleicht durch Spenden zum Beispiel, und dann aber eben diesen Zugang zu diesen Überholspuren einfach nicht bekommen, weil sie nicht so finanzstark sind und deswegen schlichtweg vom Markt gedrängt werden. Und das würde natürlich dann bedeuten in der letzten Konsequenz, dass wir eigentlich an dem Entwicklungsstand, an dem wir jetzt angekommen sind im Internet, eigentlich komplett aufhören und uns dann nur auf die Innovationskraft von etwa Google oder Facebook verlassen und keine Startups mehr auf den Markt kommen, zumindest keine Startups, die in irgendeiner Art und Weise breitbandintensiv sind. Das sind ja heutzutage eigentlich die meisten Dienste. Und von daher wird es ein relativ langweiliges Internet wohl werden, das dann dominiert ist von Großkonzernen, wo dann eben auch wirklich nur Innovationen auf dem Markt gespielt werden, die im Interesse der Unternehmen sind und hier dann natürlich auch eine gewisse Macht ausgeübt werden kann in sämtliche Richtungen. Man kann dann vielleicht auch sich eben zusammenschließen und missliebige Konkurrenten vom Markt
aufhängen. Ja. Und das wird natürlich dann hauen und stechen und das macht eben das Internet, so wie wir es eigentlich kennen, kaputt. Die ganze Innovationskraft, die ganze Kreativität geht verloren. Ja, und das, was du gerade erwähnt hast, kann ja dann auch zum Beispiel sich auswirken auf Nachrichtendienste zum Beispiel. Plötzlich hat halt nur noch der Nachrichtendienst mit dem großen Konzern im Rücken die Möglichkeit, Nachrichten über Wahlergebnisse oder Ähnliches zu verbreiten und schon ist eben auch die Welt away from Keyboard betroffen von einer nicht existenten Netzneutralität. Genau, also man kann sich da die gruseligsten Szenarien ausdenken. Und ein drittes Problem, das muss auch noch eben angesprochen werden, wir hatten es schon kurz erwähnt, ist eben auch dieser Breitbandausbau. Denn wenn eben diese Spezialdienste zum Beispiel auf den Weg gebracht werden, haben eben die Provider kein Interesse daran, wirklich die Netze auszubauen, sondern eigentlich nur noch die bestehenden Netze so zu regulieren, dass es eben diese Überholspuren für finanzstarke Unternehmen und Verbraucherinnen und Verbraucher gibt und alle anderen haben halt einfach Pech und müssen sich Textfiles anlesen oder wieder zurück in die Bibliothek gehen und Bücher lesen. Im Prinzip kann man zusammenfassend sagen, eine nicht existente Netzneutralität oder ein nicht neutrales Netz ist nur interessant für Telekommunikationsanbieter und Internetprovider. Sonst ist es für alle schlecht. Genau, und das sind auch die einzigen, die sich eigentlich eben in dieser Lobbyschlacht um die Netzneutralität in Brüssel beziehungsweise auch in Straßburg eingebracht haben, also vor allen Dingen eben die Telekom-Provider haben eben für die Abschaffung der Netzneutralität gekämpft und haben da auch eine relativ starke Lobby und waren damit auch ein Stück weit zumindest erfolgreich. Jetzt geht es eben darum, das aufzuhalten, diese Entwicklung und hier eben das Internet zu retten oder auch eben zu schützen. Ja, und da sind wir beim Verein Digitale Gesellschaft e.V. zu finden im Netz unter digitalegesellschaft.de. Ihr macht euch ja immer wieder stark, ihr wollt ja immer sowas wie eine Gegenlobby sein, die quasi für die Verbraucher und Verbraucherinnen arbeitet, auch in der EU oder im Rahmen von europäischer Rechtsprechung. Und das Thema ist ja diese Woche wieder brandaktuell, weil man sich da als Normalbürger, Normalbürgerin noch einbringen kann in die Diskussion. So ist es. Bis zum 18. Juli, das ist der nächste Montag, kann man eben an einer öffentlichen Konsultation teilnehmen, die jetzt durchgeführt wird von BEREC. Das ist die Dachorganisation aller europäischen Telekommunikationsregulierungsbehörden aus den Nationalstaaten, die jetzt diese schwammige Verordnung aus dem Oktober nochmal etwas genauer interpretieren und die Regeln dafür vorgeben, wie jetzt diese Verordnung genau auszulegen ist. Also wie ist jetzt genau mit diesen Spezialdiensten umzugehen, mit Zero Rating, ist jetzt Traffic Management, also Verkehrsmanagement nur beim 100-Meter-Lauf möglich oder jeden Sonntag. Das versuchen die jetzt eben festzuschreiben. Und hier ist es eben wichtig, dass die Zivilgesellschaft, die Verbraucherinnen und Verbraucher nochmal sich an die BEREC wenden und dort eben sagen, wir wollen kein Zero-Rating, wir wollen keinen Spezialdienst und Verkehrsmanagement in ganz engen Grenzen. Ja. Und dafür haben wir eine Seite gestartet, safetyinternet.eu. Dort kann man eben das relativ einfach zusammenklicken. Vielleicht gibt's ja auch Leute, die sagen, gut, Verkehrsmanagement kann wegen mir auch jeden Sonntag stattfinden. Dann lässt man das einfach weg oder schreibt da seine eigene Eingabe rein. Also es kann man sich so baukastenmäßig zusammenklicken, die Antwort, und dann eben an die BEREC schicken. Bisher haben schon über 90.000 Leute da mitgemacht. Super. Also es ist auf jeden Fall unser Ziel, jetzt die 100.000 bis zum Montag noch zu erreichen. Ja. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, wenn eben auch dieser Druck aus der Zivilgesellschaft kommt und eben klar wird, dass Verbraucherinnen und Verbraucher hier eben sich nicht eben dem Spielfeld der Telekommunikation, also der Provider unterordnen wollen, sondern eben auch für ein offenes und freies Internet kämpfen wollen. Deswegen bis zum Montag kann man da eben mitmachen. Wer jetzt nicht die standardisierten Antworten hinschicken mag, kann auch bei uns nochmal auf die Seite gehen, digitalegesellschaft.de. Dort haben wir das auch nochmal ausführlich eben erklärt, wo genau die Fallstricke sind, auch juristisch auch mit ganz gut erklärt. Und dann kann man auch einfach eine E-Mail an diese BEREC schicken, an diese Regulierungsbehörde und eben sich so seinen eigenen Brief zusammenschreiben und seine eigene Argumentation. Vielleicht gibt es eben bestimmte Punkte, die einem besonders wichtig sind. Diese Eingabe an die BEREC übermitteln und dann eben darauf hoffen, dass die mit aufgenommen wird. Und am 31. August, also in anderthalb Monaten, wird die BEREC dann endgültig ihre Leitlinien vorstellen, wie dann eben mit dieser Verordnung umzugehen ist. Und dann wissen wir, wie es mit der Netzneutralität in Europa bestellt ist. Und damit sich diese Leitlinien eben nicht nur an den Vorstellungen der Internetprovider orientieren, macht mit unter safetheinternet.eu, schreibt
da, es gibt ein Baukastensystem, wie Alexander gerade schon erklärt hat, schreibt da ruhig mit rein, warum ihr ein neutrales Netz für wichtig haltet. Auf savetheinternet.eu ist man da relativ schnell durch und kann sich da seinen Weg durchklicken, durch diese dann doch relativ komplexe Thematik, die uns aber alle angeht. Deswegen hier nochmal die Aufforderung, vorbeizugehen auf savetheinternet.eu. Wer vorher noch Informationen braucht, der guckt auf digitalegesellschaft.de nochmal nach. Da sind die wichtigsten Fakten zum Thema Netzneutralität zusammengefasst. Wir machen hier gleich eine klitzekleine Pause und ich gehe auf savetheinternet.eu. Ich habe das nämlich noch nicht gemacht. Dann aber rasch. Und auch die Hörer und Hörerinnen fordere ich dazu auf. Geht vorbei auf savetheinternet.eu und setzt euch für ein neutrales Netz ein. Alexander Sander von der Digitalen Gesellschaft war bei mir im Studio und hat uns zum Thema einiges erklärt. Vielen Dank, Alexander. Sehr gerne.